Grüß aus dem Nerdroom, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Diskettendienstag und da ziehe ich hier aus meiner Diskettenbox wieder eine zufällige Diskette raus und dann schauen wir mal, was da so drauf ist. Ich stelle die Box mal hier hin. Ich schaue weg. Letztes Mal habe ich, glaube ich, was von vorne genommen. Ich nehme mal was von weiter hinten. Was haben wir denn hier? Eine BASF-Diskette. Schön in Blau. Ja, sieht so ein bisschen schwarz aus auf der Kamera. Es ist aber ganz dunkles Blau. D7 steht drauf, beidseitig gelocht. Wir gucken mal, was drauf ist. Ich schiebe die mal hier unten ins Laufwerk. Und dann geht's auch schon los. Oh, das lädt ein bisschen länger. Was haben wir denn da? Autoboot. ASM-Support, RTL 64. Das sieht so ein bisschen aus. Inni, Map. Das scheint irgendein größeres Anwenderprogramm zu sein. Oder ein Spiel. Wir werden es sehen. Ich drehe mal um. Schauen wir mal, was die zweite Seite so zu bieten hat. Die zweite Seite ist leer, wie so oft in dieser Diskettenbox. Vielleicht nehme ich beim nächsten Mal einfach mal eine andere. Ich habe ja mittlerweile auch ein paar mehr Diskettenboxen rumstehen. So, ja, Seite 1. Probieren wir es aus, was das wohl ist. Ich nehme an, ich schaue noch mal das Directory an, aber ich gehe davon aus, dass es nur ein Anwenderprogramm ist, weil das alles, was da hier so drauf ist, also Autoboot oben, das wird man laden müssen. Und dann alles, was hier unten drunter ist, dinbifu.scn.var und so, da scheinen entweder irgendwelche Datendateien zu sein oder Dateien, die man dort abspeichern kann. Inni-Programm. Naja, wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir hier mit Stern, 8,1 das Ganze reinladen. Oh, das ging schnell. Konflikt in Vietnam. Okay. Microprose Software. Ist kein Anwenderprogramm, sondern anscheinend ein Spiel. Ansonsten wäre es ein ziemlich seltsamer Name für ein Anwenderprogramm, wenn ich das mal so anmerken darf hier. So, schauen wir mal, wie lange das lädt. Mein Joystick ist bereit. Angeschlossen in Port 2. Das Laufwerk krötzt vor sich hin auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ja, ich werde die Ladezeiten wieder rausschneiden, solange das hier zu lange dauert wie jetzt. Leider kein Schnelllader verbaut, wie es aussieht. Oder direkt ein stimmungsvolles Bild. Ich mache hier das Mikrofon mal ein bisschen, damit ihr das nicht doppelt hört alles. So, da haben wir ein bisschen Kriegsgeschichte da unten. Was, wann, wie, wo. Da hinten ein paar Hubschrauber, vorne ein paar Palmen. Bin mal gespannt, ob das ein Actionspiel ist oder irgendwie so ein Strategieding. Von 86. Es kann alles sein. Die Musik ist so okay. Es ist jetzt nicht ein Highlight, würde ich mal sagen. Aber ich lasse es trotzdem auch ein Momentchen laufen. Auch wenn ich die ganze Zeit dazwischen quatsche wie so ein Radiomoderator. Aber da müsst ihr euch dran gewöhnen. Jetzt sind wir schon bei 72. 73. Jetzt gleich ist der Krieg vorbei. Das war's schon. Press F7 zu Beginn. Okay. Mach ich glatt. Oh oh. Das ist eine Sicherheitsabfrage. Ein Kopierschutz. Einfach nur Return für Demo. Ich gebe jetzt einfach mal irgendwas ein. Vielleicht ist es ja gecrackt. Oh nein! Bin ein feindlicher Spion. Wir haben also hier nur die Demo-Version.
Ja, ich kann anscheinend nicht selber spielen. Der Computer macht alles von alleine. Oh, von Sid Meier ist das sogar. Aha, und Ed Beaver. Sid Meier kennt man ja, Civilization und so generell Strategiespiele. Ich weiß gar nicht, von wann ist Civilization? Das ist doch auch relativ früh auf den Markt gekommen, oder? Ich weiß es nicht. Da hatte ich auf jeden Fall damals die Amiga-Version und wir waren ganz stolz, dass wir ohne Handbuch rausgefunden hatten, in tagelanger Kleinstausprobiererei, wie das Spiel gesteuert wird. Und ich hatte dann später im Original den zweiten Teil. Den fand ich besser, weil es so mit so 3D-Icons war. Also 3D-Icons. Es waren halt immer noch Pixel-Icons, aber die sah halt alles so ein bisschen 3D aus. Und das fand ich ganz cool eigentlich. Es war insgesamt also genau das gleiche Spiel wie Civilization 1, nur mit besserer Grafik. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Kann sein, dass es da natürlich ein paar Erweiterungen oder so gab. Naja. Und dann kam irgendwann Civilization 3. Das haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so gespielt. Das ist an mir vorbeigegangen. Alle anderen Civilization-Teile sind an mir vorbeigegangen. Ich habe mal irgendwann in eins reingespielt. Fünf oder so. Und das war mir dann zu schwer. Das habe ich auf leicht gestellt und habe direkt verloren. Ja, dann war es das mit dem Spiel für mich. So, es lädt immer noch hier. Es hat irgendwas ausgewählt. Ich will ja zumindest angucken, was das Spiel so kann, auch wenn ich jetzt mich zurücklehnen kann. Ich habe mal wieder vergessen, mir Kaffee zu kochen. Das hätte ich gerade während dieser epischen Ladezeit eigentlich mal eben machen können. Aber naja, da muss ich jetzt leider durch. Wird also wahrscheinlich kein besonders langer Diskettendienstag, außer der Computer macht jetzt hier spannende Sachen, die zu gucken sind. So, jetzt tut sich was. Ewig lange Ladezeit, hab da nicht mitgekriegt, habe ich rausgeschnitten. Wenn ich nichts erzähle, dann schneide ich es raus. Ihr müsst hier nicht mit mir warten. So, prepare for battle. Okay, kann ich was tun? Cursor-Tasten, irgendwas? Joystick Import 1 vielleicht? Oder tut der Computer jetzt gerade? Ach, der Computer macht schon irgendwas. Also ich drücke den Joystick nach. Moment. Okay, ich drücke den Joystick zur Seite, dann geht's nach dort. Ich vermute, dass man das Spiel mit Tasten spielt, mit den Cursor-Tasten. Okay. Ja, so, mal gucken, was haben wir denn hier? Das hier scheinen Feinde zu sein. Da, das ist so eine Art Männchen und vom Hut her könnte das Vietcong sein. Und das hier, das sind wahrscheinlich die USA-Mächte. Die Army in Grau. Ich wähle mal hier irgendwas aus. Den da. Vielleicht mit Return. Invalid Command. A wie Attack. Auch nicht. Und keine Information. Okay, mit Space. Aha. Mit Space kriegen wir Informationen. Und da steht, das ist ein Feind. Okay. Dann kann ich mit dem ja auch nicht viel machen. Und was ist das? Das ist das 141. Infanterieregiment. Ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Militärcodes und sowas. Ich drücke jetzt mal hier irgendwie. Was kann ich denn hier wohl noch machen? Invalid, also Return ist falsch. 1, 2, 3 ist auch alles falsch. F1, F2, F3 ist, macht auch nichts. Was? Oh nein! Ich habe auf Q gedrückt. Das war nicht eine meiner besten Ideen, glaube ich. Ah. Keine Freundesunion. Ah, kann man hier noch so ein bisschen. Da oben ist nichts mehr. Ja, das ist halt schwierig, ne? So ohne Anleitung. Ich habe irgendwie. T to continue. Aha, okay, jetzt bin ich wieder drin. So, jetzt gehe ich mal hier auf meine Unit, sage A. Okay, A für Angriff oder Attack. Jetzt gehe ich darauf. Jetzt bin ich offensichtlich der graue Spieler. So, das jetzt ist das der Feind und das bin ich.
mit irgendwelchem Zeug. So, ich mache A wie Angriff will ich machen. Attacking. Und jetzt muss ich doch hier irgendwen auswählen, den ich attackieren will wahrscheinlich. Wie mache ich denn das? Nochmal A geht nicht. Return sagt da geht nicht. S wie Select vielleicht. Nee, es ist Speichern. Diskette einlegen und was eingeben. Nee, das wollen wir nicht. Ah, jetzt habe ich gesagt, sie sollen abwehren. D. Hier kriege ich noch irgendwelche Informationen mit G. Jetzt habe ich L für Laden, die auch nicht. Vielleicht G wie Go oder so. Nee. Ja, okay, ich kann es hier nur blöd rumprobieren. Habe ich ihn jetzt gedrückt? B? F7, ne? Zurück zum Spiel. Aha, B ist hier nächster Spieler oder sowas. NM Move. Move rare. Move da. There. Ah, wenn ich jetzt die Tasten noch wüsste, wie kann ich denn jetzt wohl hier auswählen? Das ist hier noch ein bisschen Return, ist es nicht? Nee, keine Ahnung. Na gut, ich denke mal, wenn man die Spielregeln kennt und weiß, wie es funktioniert, dann ist es sicherlich ein ganz interessantes Spiel. Ich muss das jetzt hier an dieser Stelle aufgeben, weil ich jetzt nicht weiß, welche Taste wofür ist. Und diese Strategiespiele sind ja nun wirklich nicht unkomplex normalerweise. Ich denke mal, gerade wenn Sid Meier dran beteiligt ist, da hat man dann eine Menge Möglichkeiten. Also das jetzt auf die Schnelle rauszufinden, würde diesen Diskettendienstag sprengen. Ich denke, es ist nicht viel mehr drauf. Oh, da ist gerade irgendwas passiert hier. Ich werde beschossen. We are under fire. Also das Spiel läuft wohl im Hintergrund irgendwie weiter. Irgendwas passiert. Offensichtlich weiß der Computer, wie man attackiert. Ich weiß es nicht. Naja, wie dem auch sei, auf der Diskette ist nicht mehr viel drauf, außer diesem Spiel. Das ist halt das Einzige. Man hat halt schon mal einen kurzen Diskettendienstag. Auch wenn das jetzt nicht besonders ergiebig war und ich hier vor allen Dingen nicht besonders gut jetzt spielen konnte, weil ich die Steuerung halt nicht weiß. Da müssen wir uns jetzt diesen Dienstag wohl mit dieser Folge so begnügen. Naja, wenn ihr irgendwas über das Spiel wisst, dann immer unten in die Kommentare damit. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Tut mir leid, dass es ein bisschen kürzer geworden ist. Bis zum nächsten Mal.